Also, Stefanie Wermelinger von Meteotest. Im Moment ist das Fahrgefühl recht angenehm, aber im Moment sollte man, glaube ich, trotzdem nicht ohne Regenschirm aus dem Haus. Genau, ich würde also sehr empfehlen, Regenschirm, Regenjacke, Gummistiefel, alles mitnehmen, was man kann. Vor allem heute Abend kommt es dann auch wieder stärker regnen. Das sind Regengüsse, teilweise auch intensivere. Und dann vor allem in der Nacht auch verbreitete Regen, dann auch einfach anhaltende Regen. Und schweizweit, oder gibt es da bestimmte Regionen, die vielleicht Glück haben oder Glück haben, trocken bleiben? Trocken ist gerade schwierig zu sagen. Wo sich aber vor allem konzentriert, das ist in der Nacht so beim Mittelland, entlang von der Voralpen. Wir haben da so ein bisschen Biese, die in der Nacht einsetzt. Und die Biese, die treibt den Regen vor allem in die Voralpen her. Sprich, so Jura, Nordwestschweiz, die trifft es nicht so stark. Dort kann man eventuell trocken durchkommen. Sonst aber in dem Fall eben die Gummistiefel sogar einpacken. Ihr habt es gesagt, erwartet uns dann viel Regen. Ja, das kann durchaus rechte Menge oben runterkommen, vor allem im Mittelland und entlang der Voralpen. Gerade bei den Voralpen kann es sein, dass es bis zu 120 mm geben kann. Im Mittelland wahrscheinlich ein bisschen weniger, 60 bis 90 mm liegen aber auch drin. Was heisst das 120 ml, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann? Ja, wenn man das vorstellen will, Durchschnitt jetzt so im Juni, liegt so bei Bären, sagen wir mal, 111 mm. Wenn es jetzt aber da in Bären jetzt eben 60 bis 90 mm gibt, ist also recht viel. Also 111 oder was wäre ein weiter Durchschnitt im ganzen Monat? Und jetzt kommt das auf einmal, könnte es wie 120 stellenweise? Genau, stellenweise kann das bis zu 120. Bären wahrscheinlich schon 60 bis 90 mm, ist dann aber doch recht viel, ja. Also kommen da grosse Regenmengen, die sonst wie im ganzen Monat verteilt kommen. Was bedeutet das? Also irgendwie werden da Flüsse über die Ufer zum Teil treten oder sonst Überschwemmungen? Ja, das kann eben gut sein, dass es vor allem lokal kommt, dass es lokal mal sehr intensiv kann kommen. Sprich, gerade bei den kleinen Bächen kann es gut sein, dass die mal über die Ufer treten. So bei Zürichsee, grösseren Seen, ist die Gefahr wahrscheinlich nicht so gross. Aber trotzdem, Hochwasser kann sein. Apropos Hochwasser, ein Teil von der Schweiz, nämlich Romandie, hat das gestern Abend schon ein bisschen erlebt. Dort ist wirklich außergewöhnlich viel Regen in der Region Lausanne gekommen. Genau, Lausanne hat einen neuen Schweizer Rekord geschafft. Und zwar hat es innerhalb von 10 Minuten 41 mm geregnet. Also wirklich sehr viel. Und Lausanne, können die aufschnaufen jetzt eben nächste Nacht oder wird sie auch wieder brechen? Aufschnaufen schon noch nicht, aber so die grossen Mengen sind dort jetzt nicht mehr so zu erwarten. Das konzentriert sich dann wirklich vor allem so Mittelland, ja. Jetzt in den letzten Tagen irgendwie hat es praktisch jeden Abend das Gefühl gehabt, ein bisschen blitzt oder ein bisschen donnert, hat man es gehört. Manchmal lauter, manchmal weniger laut. Was hat es mit dem auf sich, dass es im Moment irgendwie fast jeden Abend so irgendwo ein bisschen Gewitter gibt? Ja, das ist so ein bisschen die Grosswetterlage, die wir jetzt schon seit mehreren Wochen haben. Das ist sehr eine instabile Lage. Und da ändert sich eigentlich nicht gross jetzt bei dieser instabilen Lage. Wir haben feuchte Luft rum und Tagesgang immer wieder Regengüsse, Gewitter. Ja, das ist jetzt wirklich, das hat sich jetzt über mehrere Wochen hinweggezogen. Und geht das auch noch so weiter oder ist das mal so ein bisschen etwas Stabileres in Sicht? Ja, also jetzt stabil, hochstabil ist es jetzt nicht in den nächsten Tagen. Donnerstag, Freitag, kleine Aufschnaufen, dort kommt die Sonne wieder mehr führen, aber dann schon am Samstag kann es wieder sein, dass eben das Gewitterrisiko wieder ansteigt. Ist das eigentlich außergewöhnlich für einen Juni, dass es eben einerseits lokal wirklich sehr viel Regenmengen gibt und die Gewitter, oder ist das absolut im Rahmen? Absolut im Rahmen, das ist es schon nicht. Total außergewöhnlich kann man aber auch nicht sagen. Es kann geben, immer wieder mal in einem Jahr, dass es eben so viel regnen kann. Teilweise mehr, teilweise weniger. Aber es passiert sicher nicht jedes Jahr.